Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir Louis besiegt und die Tierärztin endlich zurückgebracht. Aber wir haben noch ein paar Tools, wir müssen Louis selbst nochmal finden in dem einen Wald. Aber vorher, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich will gucken, wie könnte ich jetzt am besten lila Pigments farmen. Und dabei habe ich gelesen, es gibt doch eine lila Zwiebel. Beziehungsweise auch eine weiße Zwiebel. Also für die lilanen und für die weißen in diesem Spiel. Die gab es in den vorherigen Spielen definitiv nicht. Aber wenn ich jetzt gleich zu Onima gehe, ich habe da die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Ich habe ja hier diese Mission Onimas Tagebuch, also beziehungsweise steht das ja da, wenn ich mit ihm rede. Und tatsächlich kann ich dadurch was auslösen, wodurch ich die Zwiebeln freischalten kann. Ganz ehrlich, hätte ich das nicht nachgelesen, ich hätte niemals nochmal mit Onima geredet. Und deswegen rede ich gleich mit ihm, aber vorher möchte ich jetzt hier mit den Leuten sprechen und alles absammeln, noch was wir hier absammeln können. Zum Beispiel hier. Dann können wir uns noch ein bisschen Rohmaterialien gönnen. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir auf die 240 jetzt so langsam sicher kämen, wegen dieser einen Tröte. So. Nelly will natürlich mit uns reden. Ich bin zufällig, euch schön heilen zu können. Doch dazu benötige ich Zähne eines Hundes, der nicht belaubt wurde. Solltest du welche finden, bringen sie bitte gleich zu mir. Ich werde mich dann sofort an die Herstellung des Seilmittels machen. Okay. Gibt ihr mir zufällig was? Ja, er gibt mir noch mal ein paar Rohmaterialien. Ich müsste überall Platina ziehen, dann würde ich noch mal ein bisschen was bekommen. Ja, ich habe Gold in allen Duellen geholt. Ich habe aber nicht Platin in allen Duellen. Na gut, das wäre aber so ein Kram, den würde ich, wenn, Offscreen für mich machen. Ich weiß nicht mal, ob ich es machen würde. So, hier oben sind noch Leute zum Reden. Ah ja, du hast mich doch gerettet. Mein Name ist Fuchs. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Du erwartest, dass ich dir danke, hm? Da wir gerade dabei sind, wie viel schulde ich dir in dem für meine Rettung? Hoffentlich halten sich die Kosten im Rahmen. Die Rettung ist was bitte? Umsonst? Dann handelt es sich bei der Rettungskrew wohl um einen Wohlfahrtsverein. Ja, wir helfen einfach. Es wäre eine große Unhöflichkeit, würde ich dir nicht für meine Rettung danken. Daher danke. Und dennoch, ich kam hier als ein Schauspieler, der seiner Kunst nachgeht. Ich wollte hier als Gestrandeter leben. Denn ich bereite mich auf eine Rolle vor. Und ja, das Erlebnis, gerettet worden zu sein, kann ich sicher auch mit einbringen. Mhm. Definitiv. Ich bin dir so dankbar. Deine Arbeit ist mehr als nur zufriedenstellend. Sie ist herausragend. Wir haben alle Bauwerke errichtet. Dafür haben wir auch noch mal ein bisschen was bekommen. Dann können wir uns jetzt die ultimative Pfeife gönnen. Wenn ich die von dir reparierten Objekte studiere, werde ich sicherlich bald eine bahnbrechende Entdeckung machen. Und dann werde ich alles veröffentlichen. Der Name wird natürlich nicht ungenannt bleiben. Warte mal. So, sonst noch irgendwer hier, der reden will? Was ich sehe nicht. Wir haben auch noch hier einen Logbucheintrag von Louis, den haben wir noch gar nicht gelesen. Zumindest wird es mir so angezeigt. Der große Hund. Ich habe eine riesige Hundekreatur im P2 entdeckt. Meinen jetzigen Hund finde ich toll, aber den großen würde ich schon gerne mal reiten. Ich werde ihm mal folgen und schauen, was sich so ergibt. Und dann halt noch die Hundehöhle, wo wir noch hin müssen. So, jetzt könnte ich mir aber als allererstes die Pflückpfeife. Weil die hat massive Vorteile. Damit kann ich nämlich einfach die Pigments aus dem Boden raus pfeifen. Das ist auch, wenn ich sie aus diesen Blumen rauskommen lasse. Sehr nützlich, weil dann brauche ich die nicht extra rausziehen. Was natürlich die Fähigkeit, dass Otchen mitziehen kann, absolut unsinnig macht. So, jetzt reden wir mit Onima. Oh, das ist glaubbar. Sag ich etwas, das mich nicht loslässt. Vielleicht ergebe es Sinn, wenn ich mich genau erinnern würde. Onimas Tagebuch.
Oh ja, an den Tag erinnere ich mich noch gut. Das ist das Teil, was ich meine. Das muss ich jetzt bewerkstelligen hier. Du musst 30 Schiffsteile in 15 Tagen sammeln. Onimas Schicksal hängt von seinen Dori können ab. Diese Mission ist es, was uns das bringt, was ich hier eigentlich holen will. Hier spricht Olimar, Captain der Dolphin. Ich bin auf einem unbekannten Planeten gestartet und versuche, die beim Unfall verlorenen gegangenen Schiffsteile zu bergen. In ungefähr 15 Tagen wird sich das Lebenserhaltungssystem meines Raumanzugs abschalten. Das ist also die Zeit, die mir bleibt, um die Dolphin zu reparieren und diesen Planeten zu verlassen. Bei der Suche nach den fehlenden Schiffsteilen verlasse ich mich auf die Unterstützung durch die Pac-Man. So, ich habe 15 Tage. Ich drücke immer die falsche Taste in Teil hier, ne? Ich denke mal, die werden alle an einem Ort sein, oder? Oder kann es sein, dass ich aus jedem Bereich jetzt Schiffsteile sammeln muss? Habe ich denn schon Pigments? Ja, ich habe 10 an dem Punkt. Ah, ich habe meine Upgrades nicht mehr. Sehe ich gerade. Dann hoffen wir mal, dass wir das innerhalb von 15 Werktagen hier schaffen. Guck mal, hier ist noch gar kein Wasser. Wir müssen Teile finden. So, tot. Warte, bevor ihr den abtransportiert, erstmal hier. Okay, ein paar Pigments können wir jetzt mehr mit uns tragen. Kriegen wir das hin? Dafür brauche ich 25, das kann ich einreißen. So. Mitnehmen, Leute. Unser Hauptziel müssen die Schiffsteile sein. Vielleicht können wir das Vier ignorieren und einfach uns das Ding dahinter krallen. Nein. Sieh es jetzt schon. Oho, man sieht sich das an, ein Teil der Dolphin. Ja, das kann nicht funktionieren. Habt ihr da mal aus? Da hinten sehe ich jetzt nichts, was irgendwie darauf hinweist, dass dort das Teil sein kann. Da unten steht ja extra, sammeln die fehlenden Schiffsteile 2. Das ist wahrscheinlich wirklich ebenenübergreifend.
Gehen wir dann mal in der anderen Richtung gleich gucken. So, eins von zwei gesammelt. Das erste hätten wir also gefunden. Hoffentlich findet sich der Rest genauso schnell. Okay, in der Richtung kann es schon mal nicht sein, weil da elektrisch abgesichert ist. So, da ist abgelenkt. Mach die Kleinen gerade extra kaputt und lass den Großen mal in Ruhe. Obwohl. Ich muss ihn nicht in Ruhe lassen. Warum? Ich glaube, ich sehe das andere Schiffsteil schon. Aber ich sollte am besten von der anderen Seite daran. Das endet das in einem Fiasko. Ja, meinetwegen nimmt das da mit. Den können wir komplett ignorieren, das ist ein Flammentyp. Die wird mitgenommen. Schau mit drauf, Leute. So, den haben wir fertig gemacht. Wie die Zeit vergeht. Die Rückkehr zur Dorf von Sonnenuntergang hat jetzt Priorität. Wir haben ja gefunden, was wir finden sollten. Sehr gut. Damit können die Dolphin und ich einen größeren Bereich absuchen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, dann gucke ich, dass ich noch ein bisschen hier was absammle. Okay, das hätten wir geschafft. Diese Kerze können wir uns schenken. Sonderbarer Radar und automatisches Getriebe. Wir haben kein Pigment verloren. Ah, und ich kriege jetzt auch ein paar durch meine Sachen zurück durch das Schiff. Sehr nett. Die Erkundungszone werde ich direkt beim nächsten einsetzen. Also ich muss ja auch das ganze Schiff zusammenbasteln. Oho, meine Suche nach den Schiffsteilen nach einem nahm einen erfolgreichen Anfang. Wenn ich in dem Tempo weitermache, sollte mir ein erfolgreicher Start gelingen. Ich sollte keine Ressourcen verschwenden. Wenn ich Komponenten für die Reparatur nicht verwenden kann, hebe ich sie auf. Vielleicht kann ich daraus ja Hilfsmittel und Items basteln, die mir bei der Suche nützlich sind. Der speichert auch nach jedem Tag automatisch. Und ich hatte recht, ich muss echt pro Gebiet hier die ganzen Dinge absammeln. Kann in den Tagen auch wieder zurückgehen.
Okay, wenn ich mal richtig reinscheiße. In dem Gebiet müssen mindestens 6 sein. Nehme ich jetzt zumindest der Anzeige, die ich da sehe. Dann machen wir den Tag auch noch. Okay, wir sind in einer blühenden Park. Dies hier ist ein wunderschöner Ort. Die vom Himmel fallenden Blütenblätter haben etwas Zauberhaftes an sich. Ich werde ihn den erblühenden Park nennen. Welch wohlklingender Name. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um sentimental zu werden. Ich sollte besser nach Schiffsteilen suchen. Okay, hier gibt es tatsächlich 6. Und jetzt haben wir den Vorteil, wir können jetzt von hier oben erkunden. Da ist schon mal 1. Wir müssen hier mit diesen Feuernüssen arbeiten. Da ist eine Zwiebel, die sollten wir mitnehmen. Da ist Moos. Da ist die blaue Zwiebel, die ist auch noch markiert. Ja gut, dann haben wir ja erstmal eine Reihenfolge. Versuchen wir uns nicht so sehr auf die Viecher zu fokussieren. Also klar, wenn sie in meiner Nähe sind, ich töte sie eben kurz. Damit sie mich nicht weiter nerven können. Sehe ich das richtig? Ne, das war ja das Schiffsteil. Ich denke mal, hier werde ich mindestens 2 Tage brauchen. Wir sollten so früh wie möglich Moos retten. So, das ist abgesammelt. Angriff, Leute! Verprügelt ihn! Dann dürft ihr die Leiche auch mitnehmen. Die haben das ja jetzt rausgeholt. Nehme die Markierung wieder weg und markieren was anderes. Ich verstehe wirklich nicht, wie diese Kamera teilweise funktioniert. Ne, manchmal scrollt die hoch, manchmal runter. Und damit bewege ich den Controller nicht, also falls es darauf irgendwie sich bezieht. Die Kamera bei dem Spiel ist einfach nur weird. Da, das müssen wir auf jeden Fall holen, da ist die gelbe Zwiebel. Okay, ich kriege jetzt keine Sequenz mehr, wenn das Teil was aufsammelt. Schon mal vermerkt. Wir sollten auf jeden Fall alle Rohmaterialien mitnehmen, die wir sehen. Das ist ganz wichtig. Moos! Was ist das für eine Kreatur? Sie wirkt nicht, als wolle sie mich angreifen. Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Oh. Vielleicht ist sie hungrig. Ich sollte in meiner Tasche nachsehen, ob ich etwas habe, mit dem ich sie füttern kann. Hör mal, Moos hatte von Anfang an dieses Blatt. Zumindest hat Oli mal Moos nicht anders kennengelernt. Sehr schön. Das scheint dir geschmeckt zu haben. Es freut mich, dass es dir besser geht. Du hast jetzt einen Freund fürs Leben. Diese Kreatur sieht ja fast aus wie ein Hund. Sie scheint mich zu mögen. Und mir gefällt ihr ungewöhnlich grünes Fell. So leuchten besonders schöne Moosarten. Ich nenne die Kreatur Moos. So, das macht unseren Job schon mal erheblich einfacher. So, da habe ich ein Schiffsteil gesehen, das wird markiert.
Okay, das Teil mitnehmen und da unten das Feuer anzünden. Dafür brauche ich die Felspigments, um die da wegzumachen. Außer sie werfen ihr Steinchen nach mir. So. Weg! Weg! Weil die Suizid begeht, die Kreatur, müssen wir nicht auch Suizid begehen. Angriff. Warte mal, absteigen? Wie stark ist Moos zu diesem Zeitpunkt? Vielleicht brauchen wir gar nicht erst die Wasserpigments hierfür. Ja, das schafft Moos locker alleine. Da sehe ich das nächste etwas. Wir brauchen hundertprozentig die Wasserpigments, sonst können wir hier kaum arbeiten. Ja, wenn wir eh schon in der Richtung unterwegs sind. Kann meinetwegen auch die Viecher abtransportiert werden, wenn wir eh in dieselbe Richtung wollen. So, Moos ist da unten. Erstmal da das Teil anmachen. Und am besten das Schiff hier unten hin verlegen. Das macht uns den Job leichter. So, in der Richtung müsste eigentlich das sein, was wir haben wollen. Nämlich die blaue Zwiebel. Währenddessen kann das da einer zusammenbasteln. Tut mir leid, Moos muss draußen bleiben. Angriff. So, der Weg hier wird jetzt mal gebaut. Dann können wir jetzt hier die blaue Zwiebel freilegen. So, alle Mann tragen. Die kriegen die nicht durch. Hm? Es gibt Probleme beim Transport. Da blockiert wohl etwas in den Weg. Okay, wir müssen zuerst die gelbe holen. Jetzt ist aber mal gut. Scheiß Viecher. Okay, die gelbe. Die war da ganz hinten. Die hatten wir uns auch markiert. Da ist eine weitere Knolle. Dafür brauche ich Bomben. Ich habe eine Bombe. Kann ich schon mal hinwerfen. Ganz ehrlich, ich nehme den Vogel mit.
Das kann Moos mitnehmen. Währenddessen graben. Ich schluss nämlich schon mal am nächsten Tag weiter. Okay, wir haben zumindest eine weitere Knobknolle. Die kriege ich doch nicht mehr rausgepflückt. Ich überlege gerade, vielleicht sollten wir wirklich das hier erstmal aufschieben, bis wir den Dauersprint haben. Weil offenbar scheint ja Moos dieselben Fähigkeiten mitzunehmen. Also Moos konnte halt jetzt gerade zum Beispiel mitpflücken. So, zwei Teile haben wir gefunden. Ein paar Pigments verloren. Formationstrompete, Kraft, sie hat nun 10 Kraft. Na gut, okay, sie nimmt doch nicht komplett alle Fähigkeiten mit. Na gut, dann wäre sie auch schneller gewesen. Und hätte das Ding auch einfach direkt verschluckt. Notfallkit. Okay. Heute habe ich eine neue Kameradin getroffen, die Hündin Moos. Diese Hunderasse habe ich nie zuvor gesehen, doch Moos hat sie sofort hat sofort Vertrauen gefasst und ruht jetzt sich neben mir aus. Moos und die Pikmin haben meine Seite zu wissen, ist sehr tröstlich. Mit ihrer Hilfe werde ich die Schiffsteile schnell finden. Und vielleicht auch mal lesen lernen. Na gut. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt einen Break für heute. Offenbar werden wir hier noch ein bisschen länger dran sitzen, als ich dachte. Wie gesagt, ich wusste ja nichts von Olimas Tagebuch, aber es ist gut, dass wir das noch gesehen haben. Wie gesagt, darüber, ich weiß halt darüber jetzt schon, weil ich, wie gesagt, Farbing lila Pigments gegoogelt hatte nach der letzten Folge, dass es eine lila Zwiebel gibt, die wir hier am Ende bekommen, wenn wir das hier schaffen. 13 Tage haben wir noch übrig. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann suchen wir weiter eure Schiffsteile. Bis dahin sage ich mal, ciao und bis dann.